neue Messe, neue Campervans und für uns hoffentlich diesmal Glück. Wir nehmen euch wieder mit auf eine Campermesse und dann kommt mal mit, wir zeigen euch mal, was es Neues gibt. Der Grand California 680, 2,0 TDI, Basispreis 91.592 Euro und hier mit den ganzen Zubehör 108.994 Euro. Ja, mit Markise, hat auch hier ein tolles Beleuchtungskonzept. Ja, hier vorne hat man gleich ja auch Steckdose für draußen, das ist ja wunderbar. Wenn draußen ein Handy aufladen will und bei USB-Anschluss und Steckdose. Schön gemacht, muss ich sagen. Ja, hier kann man auch gleich das Licht steuern vor dem Eingangsbereich. Ja, auch dimmbar. Ja, kann man es heller machen oder auch dunkler machen. Draußen kann man auch das Licht und Außen anmachen, also schön. Gemacht, kommt man gleich vorne dran. So, hier hat man den Kühlschrank, auch mit einem Gefrierfach. Ja, und noch ein Fach. Also schöner Kühlschrank. Dann hat man hier so eine Art Küchenerweiterung, ne? Oder ein kleines Fach. Ja, ist was zum Ablegen, genau. Ja, schöne Dinette. Ne, hier oben hat man Ablagefläche und hier oben hat man auch nochmal für seine Jacken etc. pp., wenn man die reinlegen möchte. Ja, oben ein Hegidach. Ja, hier, wenn man reinkommt, hat man gleich bei der Tür das Beleuchtungskonzept. Ja, da kann man dann steuern Ambient. Ja, und wenn man Ambient sich anguckt, dann hat man ja, zwischen den Schränken jeweils die Beleuchtung. Hier zwei Flammenkocher mit Piezo-Zündung und dann wieder ein Spülbecken, normal groß. Und dann hat man hier auch nochmal die Möglichkeit, Licht zu steuern, auch das Ambient aus- und anzumachen, beziehungsweise das normale Licht zu dimmen oder aus- und anzumachen. Das ist eine relativ große Schublade. Ja, und ja, hier hat man noch eine, jetzt habe ich gerade geguckt, die Gassteuerung, Gasabsperrhahn. Und dann hat man hier noch Schubladen und auch etwas größere Schubladen, also richtig große Schubladen. Also wirklich gut gemacht. Hier tolle Tellerfedern, wunderbar. Hier auch wieder unten drunter ein Schrank, ein Kleiderschrank. Ja, kann man viel reintun. Hier ebenfalls. Also schön gemacht. Viel Stauraum. Also jeder Platz wurde hier genutzt für Stauraum. Ja, und hier nochmal ein etwas größerer Schrank. Ja, also die Schränke kann man wirklich gut aufmachen. Drückt hier gegen. Ja, und hat viel Stauraum. Allerdings nur kleinere Fächer. Die großen sind ja unten drunter. Schön großes Badezimmer, muss man sagen, mit automatischer Lichtsteuerung. Hier hat man dann ein Waschbecken und auch noch ein Fach, wo man den Ding ablegen kann, Zeitfahrtoilette. Und da oben hat man noch mal zwei Fächer, also gut gemacht. Und noch ein kleines Dach für die Abluft, wunderbar. Darum braucht er, damit die da, wenn die da oben liegen, noch ein bisschen höher haben. Ja, das war der Grand California 680 2.0.